In dem Anleitungsvideo zeige ich dir, wie du diese Karte mit besonderer Ecke gestalten kannst. Ich bin die Bianca, du schaust den Kanal Meine Stempel und ich und nach einem ganz kurzen Intro geht's auch schon los. Ja, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einem neuen Video von mir. Ich arbeite heute nur mal mit dem Produktpaket das Beste. Mir gefällt das im Moment total gut und ich bin total begeistert von dem bunten Papier, was da dabei ist. Ich habe dir das Set schon im letzten Video vorgestellt. Du findest es im Hauptkatalog auf der Seite 42 und 43. Und jetzt nur im Juni ist das Set in Aktion. Wenn dir das also noch gut gefällt, es gibt es momentan um 10% günstiger im Paket. Statt um 65,50 € gibt es um 58,25 €. Ich freue mich natürlich, wenn du deine Stampin' Up! Produkte bei mir bestellen möchtest. Du brauchst dazu nur eine Postadresse in Österreich oder Deutschland. Jetzt starten wir aber gleich los mit dem heutigen Projekt. Ich habe mir heute den Farbkarton in Sommerbeere ausgesucht und ich schneide mir als erstes eine Grundkarte zu. Besser gesagt mache ich gleich zwei Grundkarten. Dazu lege ich den Farbkarton mittig ein bei 10,5 cm auf der kürzeren Seite vom A4-Bogen. Drehe das Ganze um 90 Grad, lege mir das Papier bei 14,85 cm an und schneide es da an. Zu der Grundkarte dazu braucht man noch eine zusätzliche Falzlinie für die Ecke. Dazu mache ich mir jetzt eine Markierung mit der Falzklinge bei 15,75 cm am oberen Rand. Also lege mir das ganz genau an. Und markiere mir da bei 15,75. Dann ziehe ich mir da eine Diagonale ein, und zwar von der rechten unteren Ecke von der Karte bis zur Markierung. Das fällt sich auch einmal nach. Dann ist die Grundkarte schon erledigt. Weiter geht es mit dem Designerpapier. Da muss man jetzt auf den Musterverlauf von ein paar Seiten achten. Ich möchte danach, dass der Farbverlauf quer geht. Darum lege ich mir das auch so ein. Schneide mir zu bei 10,0 cm in der Breite und die Höhe ist 14,35 cm. Anschließend setzen wir dann auch wieder eine Markierung, nämlich in der Mitte oben bei 5,0 cm. Ich lege mir das wieder diagonal mit der rechten unteren Ecke an, oben die Markierung, und schneide mir das diagonal einmal durch. Der große Teil, der bleibt jetzt so, den kann ich mir jetzt optimal auf der Vorderseite von der Karten ausrichten. Und den dreieckigen Teil, den kürze ich mir jetzt noch in der Länge bei 0,5 cm. Für die Innenseite schnappe ich mir jetzt einen Farbkarton in Grundweiß und den schneide ich mir noch zu bei 10,0 cm mal 14,35 cm. Für die Karte selbst haben wir somit alle Zuschnitte erledigt. Der Rest kommt jetzt natürlich darauf an, wie du den gestalten möchtest auf deiner Karte. Ich stempel mir jetzt da drauf, du bist die. Und das Beste stanze ich mir dann noch aus. Und ich habe jetzt da einfach so einen Reststreifen Farbkarton in Grundweiß verwendet. Die behalte ich immer auf, wenn ich meine Kartenmattungen zuschneide. Der ist 1 cm breit und da stempel ich mir das jetzt eben auf. Schauen, dass man ungefähr gerade ist, und ich mache das Ganze mit der Memento Tinte in Schwarz. Die kleinen Etikette, die schneide ich mir jetzt noch ein bisschen zu. Ich mache das Ganze mit dem Papierschneider. Man kann das natürlich auch ganz einfach mit der Schere machen, aber ich schaffe es alle, dass ich das irgendwie nie gerade zusammenbringe. Bei mir schaut das immer schief aus, dann das Etikett.
Drum schneide ich mir das eben lieber mit dem Papierschneider zu. Dann sind die kleinen Etikette erledigt. Weil wir gerade beim Stempeln sind, mache ich auch gleich noch den Hintergrund für die Innenseite von der Karte. Und da habe ich mir das nette Blättermotiv außer du aus dem Stempelset. Und da mache ich mir jetzt gerade auf der Seite auf ein paar Blätter. Und die mache ich in der Farbe Limette. Ich mag das aber ganz gern, wenn man auf der Karte so ein bisschen einen Farbverlauf hat. Deswegen stempel ich einmal eben kräftiger und einmal stempel ich das davor einfach auf ein Schmierpapier an. Und dann habe ich ein bisschen eine hellere Farbe noch im Hintergrund. Ich habe meine Stempelarbeiten somit erledigt und jetzt geht es noch an das Stanzteil. Und zwar möchte ich dir da heute noch zeigen, wie du die Klebesheets von Stampin' Up! Verwenden kannst. Die sind nämlich total praktisch für so filigrane Stanzteile. Als erstes mache ich mir das Hinterteil diesmal in schwarz. Und für das obere Teil möchte ich mir eben jetzt so ein Klebesheet zuschneiden. Da messe ich mir die Stanzform ungefähr aus. Schau, ob ich da einen Farbkartonrest habe oder schneide mir einen zu. Und jetzt nehme ich das Klebesheet her, das ist eben doppelseitig und da klebe ich mir gleich den Farbkarton auf und schneide dann mit der Schar einfach auch. An der Schar können dabei schon so kleine Klebereste hängen bleiben. Da nehme ich dann alle ein WD-40 Spray her. Den kennst du vielleicht aus dem Baumarkt. Das ist also eine blaue Dose. Mit dem Spray kann man dann die Klebereste von der Papierschere wieder total gut entfernen. Ja, und dann lege ich mir die Stanzform einfach auf der Seite mit dem Farbkarton auf. Die Rückseite, auf der klebt jetzt das doppelseitige Klebesheet um. Und wenn ich sowas ausstanze, dann lasse ich es auch alle 3-4 Mal durch die Stanzmaschine durch, damit das samt dem Klebesheet eben auch gut ausgestanzt ist. Und jetzt löse ich mir das Ganze von der Form und habe so jetzt quasi meinen Kleber schon auf dem Stanzteil drauf. Fürs Kleben löse ich mir jetzt die Schutzfolie vom ersten Buchstaben auch und dann richte ich mir den ganz gut aus und schaue, dass der schön mittig auf dem Unterteil klebt. Dann lässt sich nämlich der Rest vom Stanzteil auch gut ausrichten. Für alle meine lieben Kundinnen habe ich auch wieder eine PDF vorbereitet, wo die ganzen Masse von der Karte und die Zuschnitte nur einmal drauf sind. Das ist von mir ein kleines Dankeschön, weil meine lieben Kundinnen ihre Stampin' Up! Produkte bei mir bestellen. Wenn auch du Kundin bei mir werden möchtest, dann schau bitte direkt unter dem Video in die Videobeschreibung ein. Da findest du alle meine Kontaktdaten. Ich freue mich. Ja, und dann habe ich auch alle meine Teile jetzt fertig, die ich für die Karten brauche. Und jetzt falte ich mir mit dem Falzbein alle Kanten noch, damit meine Karte dann auch einen schönen Bug hat. Und jetzt geht es an die Klebearbeiten. Und ich klebe mir jetzt da zuerst das Außenteil auf, kontrolliere natürlich nur einmal, ob das auch von den Abmessungen her gut passt. Ich richte mir die Karte an der Diagonale aus, dann hat sie außen nur einen schönen Rand, an kleinen. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir auch schon das Knickteil, also das Eckteil oben anklemmen. Und dann kommt noch das Designerpapier drauf. Alle Produkte, die ich für das heutige Video verwendet habe, die habe ich da wieder zusammengestellt in einer Materialliste. Die findest du auf meinem Blog und den Artikel dazu, den habe ich da auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Was ich bei der Karte einfach super finde, das ist, dass man da auch ein paar die Seiten vom Designerpapier sieht. Das ist ja direkt schade, wenn man da eine Seite von dem Papier hernehmen kann, oder? Also ich kann mich fast gar nicht entscheiden, wofür eine Seite ich lieber hernehme. Und darum mag ich solche Projekte nachher teilweise voll gern, wo man eben auch ein paar die Seiten danach ein bisschen bewundern kann.
Ich habe jetzt schon meine Grundkarte zusammengeklebt und jetzt geht es nur an die Worte zum Aufkleben. Für das Beste, das möchte ich mir jetzt nur erhöht aufkleben. Darum suche ich mir hier die kleinen Dimensionals aus, unsere 3D-Pads. Die lassen sich da super auf der Rückseite aufbringen. Da braucht man ja nicht so viel, so zwei, drei. Man kann natürlich auch die großen, wenn du nur die zur Hand hast, mit der Schere ein bisschen zuschneiden, dann hat man die natürlich auch super Platz. Die zwei kleinen Etiketten, die klebe ich mir jetzt noch mit Flüssigkleber auf. Und dann ist mir jetzt noch eingefallen, ich möchte vielleicht oben an der Karte noch zwei nette Herzlaufe da, weil die haben wir ja da auch bei den Stanzformen dabei. Und da nehme ich mir jetzt noch den Restteil mit dem doppelseitigen Klebeschild, da haben die noch genau Platz. Und nachher stanzen wir die da noch aus und die sind dann auch schon vollflächig verklebbar. Und die nehme ich nur als Dekoration her. Was natürlich auch noch nicht fein darf, das sind ein paar Glitzis auf der Karte. Und da nehme ich mir jetzt nur die passenden Steinchen dazu, die es in der Produktreihe gibt und werden wir die Karte noch ein bisschen verschönern. Ja, und dann bin ich auch schon wieder am Ende angelangt von meiner Anleitung. Schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir mein Projekt gefallen hat, dann freue ich mich über ein Däumchen hoch oder auch über ein nettes Kommentar. Ich hoffe, ich habe dich wieder ein bisschen inspirieren können und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem von meinen nächsten Videos wiedersehen. Tschüss, Baba!